Ahoi, ihr Landratten, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Secret of Monkey Island. Ja, das letzte Mal sind wir ja von Monkey Island zurück nach Melee Island so schnell es ging rübergedüst. Einerseits, weil die Sonnencreme der Crew alle gegangen ist und andererseits, weil LeChuck Elaine heiraten will. Und das wollen wir natürlich verhindern. So, jetzt stehen wir hier natürlich nur noch mit unseren Goldstücken und mit unserer magischen Sodaflasche, die uns freundlicherweise von den Kannibalen das letzte Mal gegeben wurde. Und ja, letztes Mal haben die Kannibalen ja dieses Malz irgendwas hier, das ist Malzbier, ja, das wissen wir schon, dieses Malzbier aus einer Wurzel hergestellt. Und ich habe inzwischen herausgefunden, dass es sich dabei um ein Wortspiel handelt, der in der deutschen Übersetzung leider verloren gegangen ist. Denn im Englischen heißt Malzbier Rootbier, also Wurzelbier quasi übersetzt. Und darum, ne, darum wurde halt das Malzbier aus einer Wurzel halt hergestellt. So. So, dann gucken wir uns das nochmal an. Das ist eine braune Flüssigkeit mit Kohlensäuren, ja, Malzbier. So, und ich würde sagen, bewaffnet mit unserer epischen Ghostbuster magischen Sodaflasche, brechen wir nun auf und verhindern die Hochzeit. Huch. Hey. Warten einen Augenblick. Interesse an etwas Malzbier, Sir? Ich habe hier etwas gegen Mundgeruch. Willst du mal einen tollen Trick sehen? Schluck dies, Glibbergeist! Willst du mal einen tollen Trick sehen? Aber klar doch! Ich liebe Zauber! Cool! So, ja. So, jetzt hat LeChuck nicht die geringste Chance und da steht auch schon der nächste Geist, aber Moment mal, Freunde. Das wollte ich eigentlich schon immer ausprobieren, ob das möglich ist. Ha, wir haben ihn umgangen. Macht aber nichts. Jetzt könnten wir eigentlich direkt schon weitergehen, aber ich möchte natürlich nochmal mit dem grimmigen Geist hier reden. Hallo. Entschuldigen Sie, haben Sie eine Einladung zur Hochzeit? Aber natürlich. Nein, ich bin ein ungebetener Gast. Nein, aber ich habe dieses tödliche Malzbier. Dumm, steckt in meiner anderen Hose. aber natürlich. Dürft ich sie sehen, bitte? Nein. Bis dann. Nicht so schnell, Freundchen. Du siehst nicht gerade sehr geistig aus. Hey. Du bist so rosa. Oh, das ist ein Sonnenbrand. Das ist eine ganz seltene Hautkrankheit. Ja, das ist eine sehr, sehr seltene Hautkrankheit. Gibt nur ein Stück weltweit. Du klingst auch nicht gerade wie ein Geist. Kannst du heulen und mit den Ketten rasseln oder sowas? Meine Ketten sind gerade in Reinigung. Au. Nun, du klingst wie ein verstimmter Hund. Aber wo bleibt der modrige Frisch aus dem Grabgeruch? Den übertünst du mit deinem tödlichen Gestank. Ach der, ich zieh nur rasch meinen Schuhe. Okay, das ist super. Ach der, ich zieh nur rasch meine Schuhe aus. Das wird nicht nötig sein. Beweis mir, dass du wirklich ein Geist bist. Nimm mal deinen Kopf ab. Ja nun, also. Ach, vergiss es. Das Zeug ist fabelhaft. Pass auf, LeChuck. Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Und, hey, vielleicht gehe ich doch besser zur Kirche. Ja, das wäre mal eine Idee, Guybrush. Das wäre mal wirklich eine Idee. Sind eigentlich hier noch die drei Typis? Nee, die sind wahrscheinlich von den Geistern weggescheucht worden. Oh, ist es hier denn immer 10 Uhr? Ja, offensichtlich. Ihr müsst wissen, um Melee Island ist so ein Riss im Raumzeitkontinuum. Das heißt, ihr geht die Zeit nicht weiter, bleibt einfach stehen. Wir befinden uns quasi. Wie hieß das nochmal bei Star Trek?
Ihr wisst, was ich meine, da dieser komische Zeitriss. Nexus, so hieß das Teil, genau. Wir befinden uns hier im Nexus. Nein, eigentlich befinden wir uns auf Media Island und die Uhr ist einfach nur kaputt. Das ist viel wahrscheinlicher, ja. So, dann auf durch den Torbogen durch und auf zur Kirche. Zur Kirche. Oh. Ich war gerade total überrascht von der Musik hier. Ja, ich habe damit ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Deswegen, ja, war ich kurz stumm, weil es dröhnt mir einfach auf meinen Ohren, weil mein Kopfhörer, die waren wieder sehr, sehr laut eingestellt. So, dann stoß er die Tür auf, rein da. Oh mein Gott, da stehen sie. Und wenn es einen Menschen gibt, der einen Grund nennen kann, warum diese zwei Wesen nicht in der Ehe vereint leben sollen, dann möge jetzt reden oder für immer schweigen. Der Gatte ist kein Gentleman. Hey, wer ist denn das? Ich bin gekommen, um Gouverneurin Mali zu retten. Bitte töte mich nicht. Nimm dies, du geistloses Gesocks. Der fällt mir ein, ich muss noch dringend zum Zahnarzt. Bitte töte mich nicht. Sag mir einen guten Grund, dich zu verschonen. Gouverneurin! 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 Was geht hier vor? Oh, Guybrush, du Idiot. Ich bin beeindruckt, dass du mich retten wolltest, aber das war nicht nötig. Ich hatte alles unter Kontrolle. Dummerweise muss ich jetzt meinen Trumpf sofort ausspielen. Wie, was? Aber wer? Ich, also, wie? Ja, erstmal das Wichtigste. Wie konntest du überhaupt entkommen? Meine Güte, das war einfach. Der Chuck ist ein Volltrottel. Hey! Und einige Leute aus seiner Crew waren alte Freunde von mir, als sie noch lebten. Aber ich denke, du heiratest LeChuck? Das dachte ich eigentlich auch. Das dachte er eigentlich auch, ja. Aber ich hatte noch eine kleine Überraschung für ihn, den Kuss der Braut in petto. Ja, aber wenn du hier bist, wer steckt dann im Brautkleid? Was zu... was? Erschreck sie nicht. Sie haben eine Anti-Geist-Malzbierflasche. Oh, ich schnapp sie mir. Nein, mal halt. Hoppla. Netter Versuch, Guybrush. Nun muss ich Ihnen hinterher das Malzbier wieder beschaffen. Aber ich... Hey. Du wagst es, hierher zu kommen und mir zu drohen. Ich kann der Kühnheit nicht glauben. Und ich kann deine Dummheit nicht glauben. Ich musste die Heirat aufhalten. Bitte töte mich nicht. Bitte töte mich nicht. Sag mir einen guten Grund, warum ich dich nicht töten soll. Das wäre gar nicht nett. Ich habe eine Bombe, die dann sofort explodiert. Ich habe eine Frau und drei Kinder. Wie wär's damit als Grund? Ja, ich glaube, wir nehmen einfach mal das Logischste, denn das wäre nicht nett. Ich werde dann überdrüssig. Ich meine, nicht so voreilig. Oh! Nein, nein, mein Malzbier, nein!
Schön, sie zu sehen. Wie geht's dem Schiff? Wenn Sie an einem neu interessiert sind, nehme ich Ihr altes in Zahlung. Guten Tag, mein Herr. Wissen Sie, schon mit einem Blick sehe ich, Sie sind ein Mann von Welt. Jemand mit einem Auge für Qualität. Jemand, der ein gutes Angebot zu... Moment, Malzbier, okay, schnell, dann schnell mit LeChuck benutzen, hier, warte, pass auf, oh, das muss noch mal sein, Mensch, bei diesen Rundflügen hier müssen garantiert schon alle Knochen gebrochen sein. Kann ich eigentlich weggehen? Oh, verdammt. Nein. Verdammt, ich hab gehofft, ich könnte aus der Schussbahn raus. Dann, dann nochmal hier zurück zu den Lichtern. Also, beziehungsweise zu Stans Schiffsbazar. Und eins wollte ich auch nochmal ausprobieren. Moment. Ich kann das Gold nehmen. Oh, verdammt, es bringt aber nichts. Ah. Hi, General Smirk. Ich habe mein Schwert übrigens verloren. Moment mal, LeChuck, du kämpfst für eine Kuh. Du kämpfst für ein dummer Bauer. Moment, okay. Benutze mal das Bier mit LeChuck. Wiederholung. Hubschrauberkamera. Kabumm. Und Feuerwerk. Yay. Oh, hi Elaine. Hey. Huch, schleich nicht so ran. Entschuldige. Ist schon okay. Weißt du, LeChuck war ein dummer, unflätiger, schleimiger, gruseliger Kerl. Aber eine gute Seite hat er doch. Was? Er gibt ein wunderbares Feuerwerk ab. Oh ja. Ja, ist es nicht romantisch? Kann ich dich auf ein Malzbier einladen? Sicher. Da ist noch welches bei Stans. Uff, ich hoffe, Stan ist in Ordnung. Der arme Stan. Aber verdient. Ich habe Herman Toothrot total vergessen. Wo zum Teufel steckt dieser junge Pirat? Der wird doch wohl nicht ohne mich abgehauen sein? Aber eines habe ich aus der Geschichte gelernt. Was denn? Wie ich mit Ärger, Enttäuschung und Beißen zu Nüssen fertig werde, ist nicht die Größe des Schiffs. Zahl nie mehr als 50 Mark für ein Computerspiel. Merkt euch das, niemals mehr als 50 Mark zahlen. Ein was? Keine Ahnung, der Satz überkam mich einfach. The Secret of Monkey Island. Gaster Spiffy als Hund in der Bar. So, ja, und dann labere ich mal gerade so über die Credits. Denn jetzt haben wir Monkey Island 1, The Secret of Monkey Island, durchgespielt. Ja, ein
unglaublich grandioser Klassiker der Videospielgeschichte. Wunderbar. Eins der besten Spiele überhaupt. Finde ich zumindest. Es ist einfach zeitloser Humor. Man kann es immer wieder spielen und es ist einfach grandios. Es gibt so viele. Es hat vor allem deswegen so einen Wiederspielwert, weil du willst einfach alle Dialogoptionen mal sehen, weil es kann immer wieder was Lustiges rauskommen, ne? Und es ist einfach so unfassbar gut gemacht. Also Ron Gilbert hat da wirklich unglaublich gute, unglaublich gut hier ran gearbeitet, sagen wir es mal so. Übersetzt wurde das Ganze ja von Boris Schneider, der musste ja die ganzen Wortwitze und so alles auch noch rüberbringen. Und ich finde, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Er ist ein sehr, sehr guter Übersetzer. Und ja, wir danken Steve Purcell für Sam & Max. Wir danken Loom Trademark für Cop Trademark und die Möwe Trademark. Den Soundtrack gibt's weder auf LP, MC oder CD. Ein Buch gibt es auch nicht. Ja, aber dafür gibt's ein Theaterstück. So wie ich das mal mit... Ich habe mal wirklich gehört, es gibt ein Theaterstück von Monkey Island. Ja, und den zweiten Teil, den habe ich ja auch noch hier. Das war's. Schalten Sie den Computer ruhig aus. Ja, damals war das so, als Monkey Island halt rauskam, du konntest einen PC einfach abschalten, sobald das Spiel einfach vorbei war, ja. Und, ja, das war's nun. Den zweiten Teil werden wir natürlich auch spielen, sehr bald. Ich denke mal so... Ganz sollte übernächste Woche oder so losgehen. Spätestens. Versuch's mal, ob ich das bis nächste Woche noch schaffe, aufzunehmen, weil ich habe momentan ziemlich viel um die Ohren, aber vielleicht schaffe ich doch noch irgendwo ein bisschen Zeit rauszukramen. Ja. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Meiner Meinung nach ist der zweite Teil noch viel, viel besser als der erste Teil. Und das heißt schon ordentlich was hier, ne? Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich bald mal wieder. Darum will ich mal sagen, ich hoffe, ihr hattet für das ganze Projekt jetzt Spaß gehabt. Und Daumen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüssi, Kassel, Kinders. Bis dahin.